Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, es ist soweit. Das hier ist ein Unboxing-Video und zwar meines brandneuen Controllers, dem Pioneer DDJ400. Das ist der neue Controller, mit dem wir zukünftig hier auf diesem Kanal und drüben auf Patreon Tutorials, vor allem Mixing-Tutorials machen wollen. Das ist auch erst möglich durch eure Unterstützung auf Patreon. Also durch eure Spenden zu diesem Kanal drüben auf Patreon war es möglich, nicht nur diesen Controller jetzt zu kaufen, um Tutorials machen zu können, sondern vor allem um diese Kamera, mit der wir gerade filmen, das ist eine sogenannte Overheadcam, überhaupt einzurichten, eine Halterung zu installieren, damit wir von oben diese Tutorials filmen können. Also daher herzlichen Dank an alle Supporter, an alle Unterstützer und für alle Spendeninitiativen, egal ob über Patreon oder über PayPal. Nur durch euch ist das hier möglich. So, nun starten wir aber. Da ist der Controller. Ich habe ihn noch gar nicht ausgepackt, obwohl er schon seit knapp 2 Wochen hier bei mir im Büro liegt. Das machen wir jetzt aber einmal zusammen. Und dann gucken wir mal, wie er so aufgebaut ist, welche Funktionen er hat, also so ein richtiges Unboxing. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Ein neuer Controller, damit wir endlich Tutorials mit einem DJ-Controller machen können. Ausgesucht dafür habe ich mir den Einstiegs- bis Mittelklasse-Controller Pioneer DDJ400. Hier ist das gute Stück. Wir packen es mal aus, gucken es uns in Ruhe an. Aber erstmal gucken wir mal, was der Karton noch zu bieten hat. Aber hier vorne drauf, ja, sind so die wichtigsten Sachen im Endeffekt drauf. Und selbst wenn man das Gerät einmal dreht, hinten drauf ist nochmal der Aufbau. Die wichtigsten Sachen sind einfach nochmal erklärt. Da sind 3-Band-Equalizer dabei, Filter-Putty ist mit dabei, also hier dieses Filterstückchen mit dabei, ein Tempo-Slider, also der klassische Pitch-Fader ist mit dabei. Du hast eine Beat-FX-Selection hier vorne mit rum, hast große Aluminium-Jogwheels mit dabei und natürlich auch die vielen Performance-Pads. Und das wollen wir uns mal angucken. So, und da machen wir ihn mal auf. Ha! Er ist noch zugeklebt. Und jetzt muss ich erstmal eine Schere holen. Mann, wo ist denn jetzt die Schere? So, da ist die Schere. Da können wir das einmal mit aufmachen hier vorne. So, eigentlich muss man nur die Klebeband mit durchschneiden. So. Genau. Und dann geht der hier einmal auf. Wow, da ist ganz schön was drin. Genau, ich drehe ihn mal. So, Bedienungsanleitung, Recordbox-Lizenz liegt dem Gerät übrigens auch immer mit bei, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen hier diesen Controller. Immer gut verpackt. Boah, sogar noch verklebt. So, eingepackt in die Folie, die muss jetzt einmal weg, das geht im Endeffekt ruckzuck. Und da ist er ausgepackt. Wow, ein wirklich schönes Teil. Ich kenne ja bisher nur den Pioneer DDJ1000, weil das mein Main-Controller ist. Und der hier soll jetzt für zukünftige Tutorials dementsprechend darstellen. Lass uns einmal mal kurz drüber gucken. Im Endeffekt ist der aber ganz normal aufgetaut wie ein klassischer Controller. Links die linke Deckeinheit, Mitte ist die Mischpulteinheit, rechts ist die rechte Deckeinheit. Alles Wesentliche ist mit dabei, egal ob du Loops setzen möchtest, ob du ein Master-Signal auf den Kanal legen willst, sogar ein Sync-Button ist mit dabei. Gute Jogwheels sind dementsprechend mit dabei. Oh, die laufen sogar ziemlich gut. Und sehr laufruhig, lassen sich einwandfrei bewegen.
Ich hatte vor längerem mal einen gebrauchten Ergo gekauft, aber ein Jogwheel, das hat immer so leicht gekratzt im Endeffekt. Aber bei dem hier, gut, ist auch ein brandneuer Controller, die laufen tipptopp. Q-Button, Play-Button mit dabei, sogar aus Alu, also in guter Qualität. Performance-Pads sind mit dabei, der Pitch-Fader ist mit dabei und auch hier, die haben einen gewissen Widerstand. Fassen sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Gut, der Crossfader benutze ich eh nicht. Oben ist der Regler, um durch die Library durchzugehen. Und auch hier alle wichtigen Sachen dabei. Hier das Eingangssignal, um den Gain-Eingang im Endeffekt zu regeln. Ein High-, Mid- und Low-Pass-Filter ist mit dabei. Und auch ein normaler Filter, den wir sogar für verschiedene Funktionen verwenden können. Q-Kopfhörerfunktion ist mit dabei. Oben rechts das Master-Signal. Wir haben hier eine Beat-FX-Einheit, wo wir dementsprechend auch Effekte und sonstiges mitverwenden können. Können hier sogar die Effekte dementsprechend mit auslegen. Und hier, worauf wir sie dementsprechend schalten möchten. Kanal 1, Kanal 2 oder auf den Master. Hier natürlich, wie stark er sein soll. Und hier schalten wir ihn ein oder aus. Also das ist ähnlich gleich geblieben wie bei dem DDJ-1000. Nur, dass der noch ein digitales Display mit dabei hat. Und du kannst die Effekte dementsprechend direkt einschalten. Das rechte Teil ist genauso gemacht wie das linke, also ist komplett gleich gehalten. So, lass uns vorne mal kurz drauf gucken. Hier sehen wir einen Kopfhöreranschluss, aber nur ein kleiner, dünner 3,5 mm Anschluss. Das macht aber gar nichts. Hier oben dran sitzen aber die wichtigsten Anschlüsse. Ein Mikrofoneingang, wo wir einen 6,3 Klinkeanschluss dementsprechend dran haben und sogar das Level oben mit einstellen können. Das finde ich sehr, sehr cool. Genau, wir haben hier diesen kleinen Levelregler dementsprechend noch mit dabei. Hier ist das Master-Ausgangssignal, bei dem Gerät nur über Cinch, kein XLR. Das macht aber gar nichts. Wie gesagt, es ist ja wirklich nur so ein Einstiegscontroller in der Hinsicht. Und hier ist ein USB-Anschluss. Und der ganz große Vorteil, das Gerät braucht keinen Stromanschluss. Das heißt, USB an den Laptop dran anschließen und der wird über Strom dementsprechend vom Laptop mitversorgt. Auch hier dieses Muster, was hier drauf ist. Das sieht optisch sehr, sehr geil aus. Also man muss sagen, auch wenn der Controller theoretisch wirklich so sich noch relativ leicht anfühlt, der ist ein bisschen schwerer als der Hercules-Controller, den ich in dem anderen Video, das blende ich dir übrigens hier oben mal mit ein, getestet habe. Kostet auch ein paar Euro mehr, weil natürlich Pioneer mit draufsteht, aber er ist relativ ähnlich leicht. Klein, kompakt, also ein schönes, geiles Einstiegsgerät. Ja, Freunde. Das war auch das Wichtigste. Ich wollte das Gerät mal auspacken, mal angucken, wie fühlt es sich an. Auf der Rückseite, gut, sind die ganz normalen, wichtigen Sachen mit drauf. Ganz genau, auch die Jogwheels, doch, fühlen sich sehr, sehr gut an. Ha, ich bin begeistert, Freunde. Und dann freue ich mich auch drauf, euch demnächst die ersten Videos mit diesem Controller dementsprechend präsentieren zu können. Vor allem Mixing-Tutorials, die auch exklusiv auf Patreon bereitgestellt werden für alle Unterstützer, für Supporter, bei denen ich mich auch wirklich nochmal bedanken möchte, weil nur durch ihre Spende, durch ihre Unterstützung ist es möglich, dass wir, wie gesagt, die Overhead-Cam einrichten könnten, dass wir jetzt einen Controller für Mixing-Tutorials hier dementsprechend dabei haben und dass wir da dementsprechend loslegen können. Also vielen herzlichen Dank und falls du noch nicht dabei bist, aber trotzdem mit einer Spende unterstützen möchtest, du findest alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung mit drin. Ich pack dir da alles mal mit rein. Da ist auch der direkte Link zu Patreon, wo du auch schon das ein oder andere Mixing-Tutorial findest, was exklusiv den Unterstützern dort bereitsteht. Ansonsten sage ich Dankeschön, cool, dass du eingeschaltet hast, dass du mit dabei warst und wir sehen uns in zukünftigen Videos mit diesem Pioneer DDJ400. Mach's gut, ciao, ciao, der Mike.